Kapitel 18. Das ist ein brillanter Plan? Ich stand bis zu den Knien im Wasser. Die starke Strömung riss so an mir, dass mir meine hübsche, sexy Anzugshose nur so um die Beine flatterte. Weißt du, menschenfressende Werwölfe haben keine Angst davor zu schwimmen. Wenn unsere Spuren zu einem Fluss führen, werden sie also einfach hineinspringen. Mach dir keine Sorgen. Wohin wir gehen, dorthin werden sie uns nicht folgen, behauptete Rook hinter mir. Jedenfalls nicht so schnell. Wie kannst du dir da so sicher sein? Gerade rechtzeitig sah ich über die Schulter, um ihn in den Fluss steigen zu sehen. Für einen Moment vergaß ich meine Frage, denn er hatte seinen Oberkörper entblößt und Hemd und Stiefel in die Lederjacke gewickelt, die sicher unter seinem mächtigen, fast schon grotesk muskulösen Arm klemmte. Der Bursche musste etliche Zentimeter größer sein als jeder Wolf und deutlich mehr auf die Waage bringen. Eine echte Bestie. Auch ich hatte meine Sachen in meinen Blazer gewickelt, aber ich war nicht von der Taille aufwärts nackt wie er. Dem Himmel sei Dank, dass ich diese verdammte Corsage angezogen hatte. Klar, ich wusste auch, dass die Corsage weiß war. Wenn Danny mich jetzt sehen könnte, würde er sich totlachen. Die Hose runterzulassen hätte bedeutet, eine Grenze zu überschreiten, die ich nicht überschritten wissen wollte. Rook hatte daraufhin seine Hose auch anbehalten, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Ich würde lügen, würde ich behaupten, ich hätte nicht das geringste Interesse daran gehabt zu sehen, was sich unter seiner Jeans verbarg. Um genau zu sein, war meine Wölfin sogar extrem interessiert daran, aber ich ignorierte sie. Es gab weitaus wichtigere Dinge, über die wir uns den Kopf zerbrechen mussten. Irgendwann, während wir unterwegs gewesen waren, hatte ich eines begriffen. Alle Versuche, gegen den Befehl meines Vaters, gegen sein G anzukämpfen, waren gescheitert. Dieses G zwang mich, Schutz zu suchen und nicht umzukehren. Der Befehl hatte Macht über mich, zu viel Macht. Das Blut, das ich während des Eids von Dad erhalten hatte, verband uns auf eine sonderbare Art und Weise. Ich hatte keine Ahnung, ob es auf ihn genauso wirkte, ob er meine Gefühle wahrnehmen konnte oder nicht. Ich verstand nicht alles bis ins letzte Detail, aber ich wusste bar jeden Zweifels, dass das, was ich in mir spürte, was ich fühlte, verstummen würde, sollte er sterben. Ich betete, dass es auch allen anderen gut ging und sie in Sicherheit waren. Ich mochte es ganz und gar nicht, nicht beim Rudel zu sein. Meine Wölfin schnappte ärgerlich und dirigierte mich zurück zu ihren Gedanken. »Tut mir leid, aber du wirst verzichten müssen. Wir werden nicht bei jedem gut aussehenden Kerl, der uns über den Weg läuft, den Schwanz heben. Ganz davon abgesehen, dass dieser Kerl zufällig jemand ist, den man für Schmutzarbeit anheuern kann, weißt du noch? Ein gefährlicher, gut ausgebildeter Söldner. Wir sind gegen unseren Willen hier, vergiss das nicht.« Derzeit waren meine Wölfe und ich immer noch reichlich damit beschäftigt, einen gewaltigen Adrenalinstoß zu verdauen. Da ich wusste, wie das beim letzten Mal geendet hatte, achtete ich sehr darauf, meine lüsternen Gedanken im Zaum zu halten. Stattdessen beschäftigte ich mich mit einer Packung Beef Jerky, die ich während unserer letzten Pause gekauft hatte. Zu schade, dass sie leer war. Essen war kein angemessener Ersatz für Sex, aber ich wusste mich damit zufrieden zu geben. Rook stieg tiefer in den Fluss. Ich sah zu, wie das Wasser an den Hosenbeinen von Rooks abgetragener Jeans zerrte. Gerade als er sein Klamottenbündel hoch über den Kopf hielt, riss ich meinen Blick von seinen herrlich definierten Sixpack los, denn ich hatte die beiden Tattoos bemerkt, die die Haut auf der Innenseite seiner Unterarme zierten. Sie waren geometrische Gebilde, wunderschön ausgeführt in schwarzer Tinte. Meine Wölfin leckte sich die Lefzen. Ich liebte Tattoos, verdammt! Rook bewegte sich wie ein Raubtier. Ganz ehrlich, wäre ich nicht unter Übernatürlichen aufgewachsen und gerade selbst zu einer geworden, wäre seine bloße Gegenwart wohl schon zu viel für mich gewesen. Ungefähr 16 Kilometer vor uns gibt es einen Schwefelbach, sagte Rook und zeigte voraus. Und etwa 1,5 Kilometer weiter ist eine kleine Hütte. Man kann sie nur über eine steile Klettertour erreichen. Es wird eine Weile dauern, bis die Wölfe unsere Witterung am anderen Flussufer wieder aufgenommen haben. Dann aber sind wir längst weg. Derzeit befanden wir uns nach Rooks Angaben in den Ausläufern des Ozarks. Nichts hier kam mir vertraut vor. Um uns herum war es Tag geworden. Erste Sonnenstrahlen sickerten durch die Bäume. Meiner Schätzung nach musste es zwischen 7:30 und 8 Uhr morgens sein. Rook hatte etliche Nebenstraßen genommen und versucht, unsere Verfolger von unserer Spur abzubringen. Aber wir wussten beide, dass es nur eine Frage der Zeit wäre, bis die großen bösen Wölfe uns einholen würden.
Hast du gerade ernsthaft 16 Kilometer gesagt? Wu gluckste. Ja, und der letzte führt steil den Berg rauf. Er platschte an mir vorbei. Gib mir deine Jacke. Ich wickelte Schuhe, Waffe und Dolch aus und reichte ihm die Jacke, ohne Fragen zu stellen. Er nahm sie und kletterte auf der anderen Seite ans Ufer. Und mach dir keine Sorgen, ich glaube, du wirst die Kletterei mühelos schaffen. Ich bin gleich wieder da. Ich lege auf der anderen Seite eine Spur, um uns ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen. Ich sah zu, wie er dank seines muskelbepackten Körpers mühelos den kleinen, grasbewachsenen Hang hinaufrannte. Meine Jacke hing locker in seiner Hand, als er dem dichten Wald jenseits der Böschung verschwand. Das kalte Wasser leckte an meinen ruinierten Klamotten, während ich minutenlang am Fluss stand und auf Wuchs Rückkehr wartete. Was hätte ich sonst tun sollen als warten? Wuchs Motorrad hatten wir einige Kilometer hinter uns in einer niedrigen Höhle versteckt. Danach hatten wir uns eine halbe Stunde durch dichten Wald zu den Flussufern gekämpft. Ein Zurück gab es für mich nicht mehr. Dafür war es viel zu spät. Ich trat von einem Fuß auf den anderen, wartete ein wenig näher ans Ufer und schaute mich flussauf und abwärts um. Soweit ich sehen konnte, war der Fluss zu beiden Seiten von dichtem Wald gesäumt. Ein paar größere Felsbrocken tüpfelten sein Bett. Davon abgesehen wirkte das Gewässer recht träge und kaum einen Meter tief. »Hast du mich vermisst?« Wuke gesellte sich mit einem Sprung von der Böschung wieder zu mir in den Fluss. Er stolzierte auf mich zu, platschte geradezu sorglos durchs Wasser und streckte mir meine Jacke entgegen. Ich nahm sie ihm ab und wickelte meine Hand wieder ein. »Träum weiter«, sagte ich. »Wohin jetzt?« »Wir gehen stromaufwärts bis zum Schwefelbach. Dann biegen wir scharf nach rechts ab und klettern die Berge rauf.« Wuke deutete über einige Baumkronen hinweg. Die Gipfel der Berge waren kaum zu erkennen. Wuke ließ den Arm sinken und ging los. Ich platschte hinter ihm her. »Hättest du nicht ein Versteck finden können, das leichter zu erreichen ist?« »Leichter zu erreichen bringt uns nur schneller Gesellschaft ein.« »Die Wölfe werden uns so oder so irgendwann einholen«, grummelte ich. Genau in diesem Moment rutschte ich auf einem mittelgroßen Stein aus und schaffte es gerade noch, mich abzufangen, um einen Ganzkörperbad zu entgehen. Meine Reflexe waren nun, da ich eine Wölfin war, viel besser als vorher. Gott sei Dank, andernfalls hätte ich mir einen nassen Hintern geholt. »Wölfe sind hartnäckig, weißt du?« »Bis die unsere Spur wiedergefunden haben, sind wir schon lange weg.« »Wuk«, blaffte ich seiner Kehrseite hinterher, die sich rasch von mir fortbewegte. »Ich bleibe sicher nicht länger als einen Tag bei dir, klar? Sobald ich Nachricht von meinem Rudel bekomme, gehe ich genau dahin zurück, wo ich hergekommen bin. Ich renne nicht zusammen mit dir von einem Versteck zum anderen.« Er grunzte etwas Unverständliches. Nach etlichen Kilometern mit nicht eben vielen Pausen erreichten wir einen kleinen See. Das Ufer rammten große Felsbrocken ein und in der Seemitte kreiselte ein Strudel. Gespeist wurde der See von einem kleinen Rinnsal furchtbar stinkenden Wassers, das aus einem Spalt in einem gewaltigen Felsen strömte. Der Geruch von verfaulten Eiern verpestete die Luft. Ich schnüffelte noch einmal. »Puh, das ist ekelhaft«, nörgelte ich. »Riecht das für Menschen auch so übel?« Wu kletterte auf einen der Felsbrocken am Rand des Tümpels. Eine aschblonde Locke fiel ihm in die Stirn. Sonnenschein badete seine immer noch entblößte Brust und ließ die winzigen Wassertropfen glitzern, die noch von unserer Wanderung zurück in den Fluss an seiner Haut klebten. »Der Mann gehört irgendwo weggesperrt«, beschwerte ich mich bei meiner Wölfin. Dieser Tag war zum Nörgeln wie gemacht. Meine Wölfin knurrte leise. Ihre Augen folgten jeder von Wuchs Bewegungen. Das Knurren klang allerdings verdächtig wie ein Schnurren. Mir sträubten sich die Härchen auf den Arm. Ich drückte die in die Jacke gewickelten Waffen fester an meine Brust und hoffte verzweifelt, dass Wuke nicht merkte, welche Wirkung er auf mich hatte. Ich wäre vor Scham im Boden versunken. Als er meine Frage zu dem Schwefelgeruch nicht beantwortete, verteidigte ich mich. »Was denn? Das ist doch eine berechtigte Frage. Es fällt mir eben immer schwerer, mich daran zu erinnern, wie ich die Dinge als Mensch wahrgenommen habe. Mich bringt das alles ziemlich durcheinander.« Ich sah ein kurzes Aufblitzen von Grün, gleich dem Funken eines Feuerzeugs, ehe die Flamme zündete. »Für Menschen riecht es nicht so schlimm wie für uns. Schwefel ist ein wichtiges Naturelement. Wenn die Wölfe hier auftauchen, wird es ihnen ziemlich schwer fallen, mit all dem Schwefelgeruch in der Nase unsere Witterung wieder aufzunehmen.« Er grinste sardonisch. »Und jetzt musst du in dem Tümpel untertauchen«, er deutete in die Mitte des kleinen Sees.
Vollständig. Ist das wirklich notwendig? Ich musterte das Gewässer. Können wir uns nicht einfach mit dem Wasser bespritzen? Ich deutete auf das Rinnsal, das aus dem Felsen sickerte. Das riecht doch viel schlimmer. Wir müssen sogar beides tun. Er legte Jacke und Stiefel auf einem Felsen ab. Das Wasser im Teich wird uns von unserem Körperschweiß befreien. Der Schwefel wird unsere Fährte verbergen, wenn wir von hier verschwinden. Wook wartete nicht auf meine Antwort, sondern tauchte gleich an der tiefsten Stelle des Teichs unter, um ein ganzes Stück entfernt wieder aufzutauchen. Anscheinend war der See recht tief. Das Sonnenlicht glitzerte auf Wooks nasser Haut, als er auftauchte. Er sah aus wie eine Wassergottheit. Irgendwie passte das zu ihm. Ich dachte, Katzen hassen es, nass zu werden. Er bedachte mich mit einem wachsam wirkenden Grinsen. Nichts genieße ich mehr, als nass zu sein. Er tauchte wieder unter. Sein kräftiger Rücken glitt gleich unter der Wasseroberfläche dahin. Na gut, murmelte ich und ergab mich in mein Schicksal. Was immer du sagst. Ich legte meine Jacke mit den eingewickelten Habseligkeiten ab und tapste zum Ufer. Meine weiße Corsage war größtenteils trocken geblieben, aber meine schwarze Hose war von dem Geplansche im Fluss so oder so durchnässt. Ich biss mir auf die Lippen, dachte noch einmal kurz nach, ging zurück, nahm meine Jacke an mich und ließ Waffen und Schuhe auf dem Felsen zurück. Ich bahnte mir einen Weg zu einem anderen Uferbereich, dem, der dem Schwefelbach am nächsten war. Dort hängte ich die Jacke auf den Ast eines abgestorbenen Baums, der über den Tümpel hinausragte, damit ich sie schnell greifen konnte, wenn ich triefnass aus dem Teich herauskäme. Dann drehte ich mich zum Teich um. Wook grinste mich an. »Bild dir jetzt ja nichts ein, Katze«, grollte ich. »Ich steig ja schon in das verdammte Wasser.« Wooks Gelächter hallte von den Felsen wieder und in meinen Ohren nach. »Einbilden? Ich mir? Einbilden liegt mir fern, Herzchen.« Er ließ sich auf den Rücken liegend im Wasser treiben. »Ich nehme mir an diesem arbeitsreichen Tag nur ein bisschen Zeit, die Schönheit um mich herum zu genießen.« »Du kannst von Glück reden, dass ich in der Umgebung von Wölfen aufgewachsen bin. Ich habe früh gelernt, meine Sittsamkeit an der Garderobe abzugeben.« »Naja, größtenteils. Ich sah mich zu meiner Jacke um. Es war schon nett, eine Rückversicherung zu haben.« Ich drehte mich wieder zum See um, haderte einen Augenblick mit meinem Schicksal und sprang von dem Felsen ins Wasser, direkt in den See, in dem ein Raubtier lauerte, das aussah, als wollte es mich zum Frühstück verspeisen.